Und wir sind zurück mit Let's Play Bioshock. Im letzten Part haben wir es nach einigen Umwegen endlich geschafft, zu Peach Wilkins zu kommen. Und ja, wie man sehen kann, ist das Ganze scheinbar ja, eine riesige Schlacht ausgeartet. War auch wirklich haarig. Das ein oder andere Mal gestorben oder hier und da auch mal kurz davor gewesen. Aber letztlich haben wir es dann doch geschafft. Hier liegt dann nämlich der Gute. Ja. Irgendwie haben wir es dann geschafft und haben unsere Waffen auch zurückgekriegt. Moment, dann mache ich mal eben den hier kaputt. Zwar nur minder erfolgreich, aber egal. So, jetzt können wir hier weiter runtergehen und... ja. Was? Ah, Waffen-Upgrade-Station. Pimp to the... Power to the people. Ja, würde ich sagen, holen wir uns mal ein Upgrade. Schadenssteigerung für die Schrotflinte wäre vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Die macht megamäßig Schaden. Ja, holen wir uns die. Gut. Dann tauchen wir hier mal auf. Da mal auf, ja. Da habe ich gesagt, so. Gucken wir uns hier mal um. Du kannst nicht aussteigen. Ah, okay. Ja. Zweifelsohne, wir müssen hier lang. Gucken uns aber erstmal hier um. Tauen wir schon mal auf. Da auch. Da auch. Gut, man findet natürlich nichts. Warum auch? Gut. Nein, eins reicht. Eins passt, glaube ich, noch. Ja. So, hier finden wir natürlich auch nichts. Aber hier bestimmt. Unter Treppen ist immer was zu finden, in jedem Spiel. Von daher, ja, Maschinengewehr und Pistolenmunition. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier um. Ja. Hier war wohl einer schlecht gelaunt. Aha, dann haben wir noch ein Safe. Da kümmern wir uns jetzt auch noch drum. Was haben wir denn hier? Okay, Bibeln. Kein Interesse. Nehmen wir einen Autohacker. So. Geht schneller. Und wir finden ionischen Schrot, Antipersonenkugel und noch einen neuen Autohacker. Also war das doch ein relativ gutes Geschäft. Autohacker gegen Autohacker, ne? So. Ein Band. Feuer unterm Hintern. Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Tja, ich kann mir zwar leicht denken, was das war, aber egal. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Gut. Und wir nähern uns scheinbar unserem Ziel, der Familie von Atlas. Und ja, das Schmugglerversteck. Sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen doch einige, doch relativ gut voran, finde ich. Auch wenn ich so oft gestorben bin bis jetzt. Aber egal. So, dann gucken wir uns jetzt hier mal ein kleines bisschen um. Pepriegel. Ja, schon. Wow, was? Halluzinationen kommen wieder. Vorne raschelt was. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von dir entfernt. Okay, Moment noch. Gut, hier gibt es scheinbar nichts. Wirklich nichts. Naja, nur Wein. Und den Wein wollen wir nicht. Ja. Gendatenbank. Hier rollt eine Flasche Wein mysteriös runter. So kann man es auch lösen hier, ne? Hat sogar geklappt. Geile Sache. Ja, okay. Hier haben wir die. Und dann geht es scheinbar hier wieder runter. Noch ein bisschen MG-Munition. Pistolenmunition. Okay, hier gibt es nur Wein und Fussel, ja.
Auch nicht schlecht. Naja. Aha. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, das sehe ich auch so. Gut, dann. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Hm. Ryan persönlich hat zu uns gesprochen. Aber egal. Wir haben unseren Auftrag, Atlas zu helfen, seine Familie wieder rauszuholen und... Ja, dem werden wir nachkommen. So, gut. Ja, hier ist eben jener Schalter. Gut, dann packen wir uns schon mal eine Waffe rein für danach. Okay, es ist alles ein bisschen weniger, als es mal war, finde ich. Aber okay, und wir legen den Schalter um. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt zugehört. Splicer kommen rein, auch nicht schlecht. Ist da oben eine Sicherung durchgebracht? Ich kann hier überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira, kannst du mich hören, Liebling? Macht er da? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Wow. Wow. Okay, hier geht alles kaputt. Okay, wäre jetzt schön hier rauszukommen. Ja, schick du mal. Komm, Kumpels. Muss doch alles nicht sein, Leute. Haben die ein Benehmen? Das ist Wahnsinn. So, komm du auch. Ja, komm, Schwester, komm. Da vorne ist es. Wir gucken uns noch mal kurz schnell hier um. Holen das, Wissenschaftlerin. So. Ja, so sieht's aus. Dann holen wir jetzt noch das Zeug. So, und los geht's. Wow, nein. Wow, kaputt. Scheiße. Okay, das ist übel. Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken. Okay, das ist jetzt richtig heftig. Finde ich auch atmosphärisch wahnsinnig heftig gemacht. Raus hier! Mach, dass du rauskommst! Ab nach Arcadia! Herrgott nochmal! Einen Handel angeboten. Hören wir uns jetzt mal eben an. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Ja, dann würde ich sagen,
machen wir das und gehen nach Arcadia. Ja, hier wird es jetzt noch traumhafter, noch abgedrehter. Wobei ich finde, dass jetzt das Level-Design noch geiler wird. Von daher bin ich gespannt, wie es hier weiterlaufen wird. So. Gut. Myra! Patrick! Dass die Drive ähnlich wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Okay, klingt aggressiv. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunger, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Ja, und wir... Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Ja. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Gut. Dann machen wir das Schloss mal auf und betreten Arcadia, den Teegarten. Ich finde einfach, die sieht einfach brillant aus. Gehe zur Metro Station. Okay, ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Das ist ein bisschen doof. Gut. Was haben wir da? Schrotflinte, ionische Schrot. Sehr gut. Können wir immer gebrauchen. Ist da jemand? Ja, hallo? Sie sind überall! Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Ich weiß es nicht, aber... Hey, hierher! Hallo! Ja, ich würde sagen... Verdammt, ey. Versuchen wir von dem mal ein Foto zu bekommen. Wäre vielleicht keine, gar keine schlechte Idee. Und was ist das für ein Splicer? Ein Houdini-Splicer. Okay, ein super qualitatives Bild. Anfällig für Antipersonenkugeln. Okay, da kriege ich dann jetzt mal richtig, richtig einen aufs Maul, würde ich sagen. Verdammt. Oh, wie ich solche Leute hasse. So, aber jetzt. Okay. Chlorophyll-Lösung haben wir bekommen. Und hier geht es zum geheimen Gang. Gut. Abgesehen von ein bisschen Essen und Munition. Wow, die hält aber eine Menge aus. Wow, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir hören uns an, Arcadia ist geschlossen. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Nein, Frag. Sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Wohl wahr, wohl wahr. Scheint nicht einfach zu sein, unter Ryan zu arbeiten. Irgendwie, weiß nicht. Nach den ganzen Aktionen würde ich es überhaupt echt überlegen, ob ich wirklich für ihn arbeiten will oder nicht.
Weil nach allem, was man hier so hört, ist er jetzt nicht unbedingt der tolle Arbeitgeber, ne? Muss man einfach mal so sagen. Naja, aber es kümmert uns ja jetzt nichts. Wir wollen ja nicht für ihn arbeiten. Wir müssen jetzt einfach erstmal versuchen, irgendwie zu ihm zu kommen. Und das wird auch nicht so unbedingt einfach. Okay, hier laufen einige Leute rum. Nochmal kurzen Blick auf die Uhr. Okay, ja. So, bevor wir uns Arcadia jetzt noch genauer ansehen und irgendwie mittendrin aufhören müssen, werde ich den Part jetzt hier erstmal beenden. Hoffe, er hat euch wie immer gefallen und ja, bis zum nächsten Part. Ciao.